Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalat wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich bin jemand, der sich schon seit langer Zeit mit dem Islam beschäftigt und der immer versucht, strukturiert, objektiv nachzuforschen, zu reflektieren über bestimmte Dinge. Und so bin ich auch zum Islam gekommen. Ich habe eigentlich den Islam kennengelernt, insbesondere durch Bücher auch, die von Nichtmuslimen geschrieben wurden, um den Islam zu widerlegen. Und ich habe mich dann immer wieder mit den Thesen, mit den Aussagen, mit den Vorwürfen beschäftigt. Und im Endeffekt wurde mir immer klar, nach kritischer Recherche, dass diese Vorwürfe alle kein Hand und Fuß haben. Dass diese Vorwürfe alle kein Hand und Fuß haben. Und man hört immer wieder neue Vorwürfe. Und ein Vorwurf, und heutzutage, wenn ich einen Vorwurf höre, ist es schon so, dass ich schon so mache, dann wird schon eine etwas dafür finden. Deswegen für die Muslime, lasst euch nicht sofort, wenn irgendetwas kommt, was ihr nicht beantworten könnt, durcheinander bringen. Sondern sagt ganz einfach, ich habe da keine Antwort drauf, ich bin kein Gelehrter des Islams, ich möchte erstmal nachfragen, nachforschen, nachschauen und dann werde ich dir eine Antwort präsentieren. So. Und für diejenigen, die sich mit dem Islam beschäftigen, gilt dasselbe. Bevor man einfach einen Vorwurf annimmt, ja, und akzeptiert, sollte man zunächst erstmal denjenigen fragen, dem der Vorwurf gemacht wird. Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel, vor einigen Jahren sind angeblich im Jemen Koranmanuskripte in einer Moschee gefunden worden. Das heißt, in einer Moschee sozusagen versteckt wurden Koranmanuskripte gefunden, angeblich Koranmanuskripte gefunden, die angeblich von den heutigen Manuskripten abweichen. Und dann wurde ein großer Zirkus darum gemacht, ja, was für ein Schlag gegen den Koran und jetzt haben wir die Beweise. Das war dann ganz am Anfang, mittlerweile ist es schon etwas schwächer geworden. Das liegt wahrscheinlich, falls da etwas gefunden wurde, daran, dass man da tatsächlich überhaupt nichts gefunden hat, womit man den Islam in Gefahr bringen kann. Aber wie gesagt, es wurde also erzählt, jetzt wurden Manuskripte gefunden, die in einigen Punkten von dem heutigen Koran abweichen. Und damit will man dann sagen, und das ist der Beweis dafür, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, einen anderen Koran hatte. Und das ist der Beweis dafür, wollen sie damit sagen, dass der Koran heute angeblich gefälscht ist und nicht mehr original ist. Und damit ist die ganze Glaubenslehre des Islams oder der Muslime zusammengebrochen. Das wollte man damit sagen. So, hier muss man natürlich erstmal sagen, wenn Manuskripte gefunden werden, die dem heutigen Koran widersprechen. Wenn man einfach nach Wahrscheinlichkeitsrechnung geht, dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass diese Manuskripte, ja, also theoretisch gesehen, dass diese Manuskripte original sind und dass tatsächlich eine Fälschung entstanden ist. Die andere Möglichkeit, die wir haben, ist, dass diese Manuskripte falsch sind, dass in diesen Manuskripten Fehler drin sind, dass das nicht wirklich Manuskripte sind, sondern dass das Dinge sind, wo Fehler reingekommen sind und dass das, was wir heute haben, jetzt als Koran, dass das das Original ist. So. Wie kann man das jetzt feststellen? Das kann man feststellen durch Dinge, die die ganze Untersuchung unterstützen. So. Erstmal, wenn es Manuskripte gibt, die ein bestimmtes Alter aufweisen und diese Manuskripte stimmen nicht mit dem heutigen Koran überein. Es gibt aber Manuskripte, oder zumindest in einigen Punkten nicht, es gibt aber Manuskripte, die älter sind als diese Manuskripte. Welche Manuskripte gelten dann? Die Manuskripte, die älter sind. Und die Manuskripte, ja, also die würde man dann bevorzugen. Ich sage jetzt nicht, das wären dann die man geltend macht, aber die würde man bevorzugen. Und man hat Manuskripte, die älter sind als die Manuskripte in Jemen,
nämlich Manuskripte aus der Zeit von Uthman, und die sind circa 14 Jahre nach dem Propheten Mohammed, nach dem Verscheiden des Propheten Mohammeds, Fried und Segen mit ihm, entstanden. Und die gibt es heute beispielsweise in Taschkent und in Istanbul. Und die sind genauso wie der Koran heutzutage. Die ältesten Manuskripte des Neuen Testamentes beispielsweise sind aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und das Neue Testament, die Evangelien, wurden zwischen 50 und 100 nach Christus erst aufgeschrieben. Bei uns gibt es Manuskripte. Zur Zeit des Propheten wurde der Koran schon aufgeschrieben. Direkt nachdem der Prophet ﷺ gestorben ist, wurden die Schriften zusammengebracht, indem sich alle Schreiber zusammengesammelt haben. Ja? Und das älteste Manuskript ist circa aus dem Jahre 14 nach dem Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, aus der Zeit von Uthman, radiallahu anhu. Von dieser Authentizität kann die Bibelforschung nur träumen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn es doch dort wirklich Abweichungen zum heutigen Koran gäbe, in diesen Manuskripten aus dem Jemen, dann fragen wir, wo sind die? Dann fragen wir, warum haben sich die westlichen Forscher diese Manuskripte genommen? Haben sie bei sich versteckt? Haben sie der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht? Wollen sie noch etwas fälschen, um den Koran und den Islam zu widerlegen? Warum? Wo sind sie denn, die großen Neuigkeiten? Man versucht, den Islam überall zu bekämpfen, in den Medien, wirtschaftlich, militärisch etc. Es wäre doch so einfach. Warum werden die Manuskripte nicht freigegeben? Warum wird nicht gezeigt, was in diesen Manuskripten drin steht? Wird nicht gezeigt. Welche Fehler sollen denn da genau vorkommen? Der nächste Punkt ist hier, der sehr relevant ist, ist, dass diese Manuskripte keine wirklichen Manuskripte sind, die Authentizität beweisen. Warum? Denn selbstverständlich kann es vorkommen, dass bei einer Abschrift des Korans, wenn ich von einer Abschrift des Korans spreche, da spreche ich nicht von einem Koran, der beispielsweise von dem Khalifen, wie zum Beispiel Uthman und den Schreibern des Propheten, als authentisch befunden wurde. Ja? Und der heute von der Gemeinschaft der Gelehrten als authentisch befunden wird, sondern was vorkommen kann, zum Beispiel heutzutage, jemand schreibt den Koran ab. Ich schreibe zu Hause den Koran ab. Beispielsweise, ich schreibe den Koran ab, will mir ein Exemplar abschreiben. Und ich mache einen Schreibfehler. Das kann vorkommen. Und das kam natürlich zur damaligen Zeit auch vor. Aber was nicht möglich war, ist, dass dieser Fehler akzeptiert wird von der Allgemeinheit der Muslime, weil es erstens Exemplare gab, die von den Khalifen und von den Schreibern des Propheten als authentisch befunden wurden und als Maßstab galten. Und weil es schon zur Zeit des Propheten Menschen gab, die den Koran auswendig konnten. Und wenn es heute eine Bücherbombe gäbe, dass alle Bücher verbrennen und alle Schriftstücke, die man hat, so wäre der Koran das einzige Buch, das man wieder in seine authentische, ursprüngliche Form bringen könnte. Weil es auf der Welt Zehntausende oder Hunderttausende von Menschen gibt, die den Koran auswendig können. Zusätzlich dazu sehr viele Menschen, die große Teile des Korans auswendig können. Und deswegen könnte man heute sozusagen in jeder Stadt, sogar in Europa, den Koran wieder genauso vorbringen, wie er vorher war. Ja. Wenn man das heute, das heißt den Koran, nicht verändern kann, selbst wenn man alle Bücher, alle Korane verbrennen würde, wie hätte man es zur damaligen Zeit machen können? So, jetzt kommen wir aber zu folgendem Punkt. Ich kehre zurück zu dem Punkt, den ich eben erwähnt habe. Es kann sein, dass jemand einen Koran für sich abschreibt oder ein Exemplar macht, und es kommt zum Beispiel ein Druckfehler vor oder ein Schreibfehler. Was muss er dann mit diesem Koran machen? Er muss dann diesen Koran entweder verbrennen oder er muss ihn im Wasser auflösen oder er muss ihn verbuddeln, vergraben, damit keiner drankommt. Oder, wie zum Beispiel das, was in Jemen passiert ist, man hat ihn in einer Moschee bei Ausgrabungen gefunden. Das heißt, der Koran wird so gelagert, dass er nicht von der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das heißt, wir haben hier ein Zeichen, ein Indiz dafür, dass die angeblichen Manuskripte im Jemen, die gefunden wurden, wo angeblich Abweichungen vorkommen, die keiner gesehen hat, dass dies Manuskripte sind, ja, die alt sind, wo es aber ältere Manuskripte gibt, die
keine Manuskripte von von Manuskripten sind, die als authentisch befunden wurden, sondern in denen Fehler reingekommen sind und die deswegen so entsorgt wurden, wie man es tun soll nach den islamischen Gelehrten. Wie gesagt, das ist die Antwort von Muslimen auf diesen Vorwurf. Und deswegen gebe ich den Nicht-Muslimen nochmal den Tipp, wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, sollte man immer Leute fragen, die etwas Wissen vom Islam haben. Und für die Muslime nochmal, beschäftigt euch mit der Religion, lernt die Religion. Und wenn ihr auf eine Frage stoßt oder wenn euch eine Frage gestellt wird, die ihr nicht beantworten könnt, dann flippt nicht aus, dann lallt nicht rum, dann wirkt nicht unsicher, sondern ihr müsst wissen, dass es im Islam auf alles eine Antwort gibt. Und fragt jemanden, der mehr Wissen hat, und dann werdet ihr die Antwort geben können, inshallah. Und das sind meine Worte von heute. Möge Allah uns alle recht leiten und uns mehr Wissen in der Religion leben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.